zu siegen, könnte er nun sich eine Zeit von etwa 133 Sekunden knapp leisten. Das heißt, 13 Sekunden langsamer unterwegs sein als Daniel Schneiders. Aber drei Abwürfe wären ja schon mal 15 Sekunden. Kann das einem Weltmeister passieren? Hier ist er noch einmal, the World Champion, Boyd Axel Australia. Hier sind die Vorderpferde noch voll im Galopp, im Labyrinth unterwegs. Er ist sowas von geschmeidig, sowas von selbstverständlich hier in der Bahn. Er demonstriert höchste Fahrkunst auf dem Bock. Er zelebriert es trotz dieses Fehlers, meine Damen und Herren. Und er inhaliert jetzt ihren Applaus. Boyd Axel, Australien. So, jetzt kommt er an der Haustür vorbei. Sehr sicher auch im zweiten Labyrinth. Mucksmäuschenstill wird's in Australien. Nonverbale Kommunikation. Und jetzt lebt er wieder auf hier. Congratulations, Boyd Axel, Australia! Natürlich gleich auf die Siegerehrung mit allen Gespannen im Preis der Firma Ivest, liebe Gäste. Das Warm-up, und was für ein Warm-up, da wurde es jedem warm, glaube ich. Qualifikation für die Startreihenfolge morgen im Weltcup-Fahren. Und Boyd Axel hat die Pole-Position. Er wird als Letzter in die Bahn morgen im ersten Durchgang kommen. Und das ist ein enormer Vorteil.